Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zum zweiten Teil der Dust 2 Gameplay Analyse. Ich weiß, das ist immer noch die alte Dust 2 Map, aber ist mir gleichgültig nach wie vor. Das ist ja dasselbe halt, ihr wisst schon. Wir sind nun bei T und haben uns für einen B-Rush entschieden. Was kann schon schief gehen? Der Kollege will eine Decoy schmeißen, auch nicht schlecht. Die CTs drehen sich dann vielleicht um, weil sie denken, es wäre eine Flash. Aber an dieser Stelle sehe ich eine Flash da hochhüpfen. Ich sag's auch, shit, guys, eine Flash kommt da hoch. Wahrscheinlich ist von hinten irgendwas am Stisseln. Da wurde ich einfach nur richtig eklig weggeholt. Es war ein bisschen kacke, dass der Kollege da vor mich ging und links von mir war dann die Treppe, die mich, ich weiß auch nicht, ob sie mich geblockt hat, aber es war, naja. Da wurden wir auf jeden Fall eklig weggeholt. Hier im zweiten Ründchen wollte der Blaue auf B sneaken und wir sollten A durchpushen, nur ist keiner richtig gepusht. Die Leute bleiben stehen, der Erste verreckt und an dieser Stelle war es dann auch für mich erstmal vorbei mit der Pusherei. Der auf Short frisst einen ziemlich üblen Deagle-Shot von mir. Und jetzt dachte ich mir, geil, ich habe die Scout. Früher Main AWP, ihr wisst Bescheid. Easy kill, easy going, easy life. Aber dann war einfach einer close. Und ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass hier was ist. Man sieht ihn jetzt hier an, Dackeln kommen. Und das war für mich einfach nichts. Ich war einfach darauf vorbereitet, dass welche auf Long stehen und ich die schön auf die Middle Range bis Long Range wegnatzen kann. Dann passiert sowas, also bitte. In der dritten Runde haben wir uns für ein langsames Spiel entschieden. Und jetzt guckt euch das mal an. Da steht jemand, der gerade ihn gekillt hat und jetzt nachladen muss. Ich schalte schon mal auf Burstfire, weil ich weiß, ich fist ihn jetzt. Ich springe und dann werde ich geflasht. Ich war gerade im Absprung, also ich konnte nicht mehr zurück. Ich lande genau auf seinem Kopf, was eigentlich sein Tod gewesen wäre. Ich hätte ihm ein oder zwei Bursts in den Kopf und der wäre down gewesen. Aber ich war flashed. Wie kann man nur so verschissen unlucky sein? Wir wollten ja wieder Richtung B gehen, unser Kollege ist oben einfach gestorben direkt. Von hier unten kommt einer, der ist die Runden davor ja immer gepusht, beziehungsweise das war der zum Beispiel vorhin halt auch nicht den Burstfeuer-Glockshot in die Fresse bekommen hat. Ich habe jetzt B geklärt, das heißt, wir können easy peasy auf B planten. Jetzt sieht man hier schon so einen kleinen Fehler vom Mate. Er steht echt weit weg, um mich zu unterstützen. Ich lieg auch blöd, klar, man sieht mich jetzt von Window, das war auch meine Schuld. Ist nichts passiert. Aber nichtsdestotrotz, für den Plant hätte der Mate ein bisschen closer kommen können. Hier spüre ich, dass die Pose einfach kacke ist, schmeiß eine Flash und will verschieben. Und das tue ich auch aber ziemlich amateurmäßig. Ich bin da hinten rum und wusste nicht, wo ich hin soll. Dann dachte ich mir, alles klar, Tunnels. Und natürlich kommen genau dann die Gegner. Ich wollte ihn wegnähen, denn der kommt einfach direkt rein. Und da oben ist der Nächste. Grün schießt auf den an den Doors und naja, dann hat mich der von Window gekillt. Also was lernen wir daraus? Ich hätte direkt auf einen Spot gehen sollen, nicht blöd rumverschieben. Und jetzt schaut euch das hier an. Unser Win. Wer ihn versaut, macht niemals diesen räudigen Bastard-Move. Wenn ihr das macht, habt ihr es echt verdient, von euren Eltern brutalst vergewaltigt zu werden. Und zwar, wow, das ist ein bisschen hart, oder? Nein, ist es nicht. Verschissen nochmal. Ist es nicht. Wir sind im Matchmaking, ja? Da geht's um was. Passt auf, 2 gegen 1. Grün hat einfach Unluck und stirbt. Er kommt von hinten. Orange war hinter ihm. Orange ist der Bastard, der auch die ganze Zeit durchforst. Also eh schon hier ein gefickter Idiot. Und er hat ein Knife in der Hand. Und hier geht's auf keinen Fall um, ach, du bist ja ein Tryharder. Sowas macht man nicht. Sowas macht man nicht. Man knifet, wenn die Bombe gelegt ist, man noch zu fünft als T übrig ist, 2 bei der Bombe sind, 3 ausströmen und den letzten CT holen, der an der anderen Seite der Map ist. Dann kann man knifen und so viel verrecken, wie man will. Aber das hier wäre eine safe Runde gewesen. Und er stirbt. Weil er ein verschissener, ich weiß auch nicht, ich kann ihn gar nicht, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wortlos. Also in dieser Runde habe ich dann mal den Scouter gemacht. Ich wollte ein bisschen Mitte gucken, aber ich wurde dann direkt weggesmoked von meinen Supermates, die noch nicht mal in Mitte oder Short gehen oder so. Die gehen A lang und B, aber sie smoken in der Mitte. Ich weiß nicht, was, also welche Teile vom Hirn weg sind bei ihnen, aber naja. Und nur um das klar zu machen, ich habe es angesagt, ne, dass ich I gonna watch mit and call. Und dann werde ich gesmoked. Vielleicht hasst mich auch jemand, ich weiß es nicht. Ich als Scouter gehe hier ultra vor, weil auf dieser niedrigeren Elo sind die Leute meistens zaghaft und da muss einfach jemand vorgehen. Ich dachte mir, das bin ich dann jetzt. Auf Short sehe ich gleich jemanden und zwar jetzt, da oben läuft er. Ich sag ihn auch direkt an und denke mir so, geil. Easy Scout Kill und dann steht hier unten einer bei City, mit dem ich natürlich rechnen musste. Auf jeden Fall. Zu 100% habe ich nicht gemacht. Spielfehler, dumm gelaufen. Die Kollegen sind aber durch mich trotzdem jetzt schön auf A gegangen und planten. Einer ist auf B, der Grüne. Beide wurden auf A genutzt. Grün ist noch sehr weit weg, aber er gibt sein Bestes, um rechtzeitig da zu sein. Aber er hat es nicht geschafft. Da hätte man dann auch einfach früher schon Richtung A gehen können, wenn man sieht, dass 4 Leute und vor allem halt auch die Bombe auf A gehen. Dann sollte man nicht komplett auf B, sondern vielleicht Lower Tunnels und dann auf Short oder so. Oder zumindest dann auf CT direkt. Aber naja. Ich bin hier wieder am Callen und Mitte gucken.
Diesmal werde ich wieder gesmoked von meinen Mates. Ich weiß gar nicht, sind sie dann auch mit dir gegangen? Es sind sogar, guckt euch mal diese grandiosen Smokes an. Gut, die ist vielleicht von einem CT. Okay, Lower Tunnels ist eine AWP. Darum auch diese Nate, weil ich weiß, okay, da unten ist jemand. Ich habe jetzt eben auf Short jemanden gesehen. Den snack ich mir natürlich locker weg. Ich meine natürlich, hallo? Achso, ja, den auf Mitte habe ich dann weggesnackt. Also auf CT mit. Und Short ist ja jetzt noch jemand. Aber der Mate hat gesagt, er geht zurück. Darum dachte ich mir, ja gut, ich flash mal, aber er ist schon wieder da. Da habe ich vielleicht auch das blöd interpretiert, weil es kann ja schon sein, dass er vor 3 Sekunden zurückging, aber vielleicht nur, um nachzuladen. Das war dumm. Da hätte ich safe sein sollen, beziehungsweise Richtung Long gehen und den auf Long nutzen. Aber naja. Ab dieser Runde gab es keine Kommunikation mehr. Ich habe immer wieder versucht, was zu machen, was aufzugreifen, was anzusagen. Aber die Leute waren tilt. Wegen unserem Kerl, der einen Down durchforst und einfach, weil es schlecht lief. Ich wurde ein paar Mal geflasht von B, deswegen dachte ich, ich warte einfach mal ab und nutze zumindest den. Die Kollegen haben nicht wirklich viele auf die Kette bekommen. Sie haben zwar Short eingenutzt, aber dann wurde der Nutzende direkt auch gekillt. Lower Tunnels kommt jetzt jemand rein, ist aber tot. Jetzt hatten wir eigentlich keine schlechten Karten. Achtet hier auf das Crosshair Placement. Immer schön das Crosshair placen. Auf die Stellen, wo die Gegner möglicherweise kommen oder sind. Ich habe hier übrigens tatsächlich fest damit gerechnet, dass links close niemand steht und auch niemand auf der Kiste. Ich habe es ihnen einfach nicht zugetraut, den Leuten. Darum auch dieses harte Aiming geradeaus. Ich dachte vielleicht Plateau oder es kommt dann einfach jemand vor mich. Aber lasst euch das auch direkt gesagt sein, das ist nicht gut. Traut den Leuten doch lieber alles zu, weil sonst überraschen sie euch mit irgendeinem Scheiß. Er hier hat mich auch stark überrascht mit seinem Aim. Ich meine, schaut mal, er sieht ihn jetzt. Vielleicht sieht er ihn jetzt nicht so gut, aber jetzt. Jetzt sollte man hin aimen. Er aimt auch hin und wartet noch kurz und er ist dann daneben. Da ist halt dann die Überlegung, lasse ich ihn vielleicht einfach gehen? Mein Kollege ist ja auf Short. Es ist nur noch ein CT da. Ich sage meinem Kollegen, hey, der geht auf Short. Du kannst durchkommen und planten. Wir sind safe. Oder muss ich jetzt auf mich aufmerksam machen, auf den mit der AWP oder so? Der hätte jetzt easy kommen und ihn wegnutzen können hier. Gelb macht echt Scheiß. Er plantet für Short, auch eigentlich sehr schlecht. Ich weiß nicht, warum er das macht. Der auf Short kommt jetzt natürlich angerannt. Mit einer AWP, glaube ich. Ja, mit einer AWP. Ich habe ihm gesagt, hey, die Bombe liegt. Geh schnell weg. Es ist wirklich wichtig, dass die Bombe hochgeht. Und da wir den Vorteil haben, dass sie liegt, geh weg. Der CT muss ja hinkommen zu ihnen. Das heißt, sie müssen gar nicht auf Long Range irgendwas machen. Da habe ich mit Absicht schnell durchgeschaltet, weil ich euch zeigen wollte, dass gleich beide sterben. Wegen ihrem bescheuerten Verhalten. Sie haben halt jetzt Luck gehabt, beziehungsweise der Kill war schon nice, aber der hatte eine AWP und sie gucken beide so. Einer kann ja ruhig gucken und dann von der AWP genutzt werden, der zweite sollte aber auf Long gehen oder irgendwie Onspot und sich durchgehend verstecken und warten, bis er rankommt, weil ein AWP da meistens auf Close Range nicht viel machen kann. Aber sie gehen beide perfekt für den AWPler hin, um genutzt zu werden, also das hätten sie eigentlich verlieren müssen, einfach um es zu lernen, dass man so nicht spielt. Hier bin ich da wieder B gegangen, ich hatte keinen Bock mehr, Mitte da und dauernd gesmoked zu werden von meinen ultra nicen Mates. Richtung A sind jetzt schon 2 Cities gefallen. Darum habe ich dann direkt angesagt, Leute, let's go A, weil wir da den Vorteil haben. Die Smoke war natürlich optimal, dass ich da schön hoch konnte, ohne gesehen zu werden, beziehungsweise nur kurz gesehen zu werden. Einer ist on spot, den habe ich weggeschnitzelt. Easy peasy lemon squeezy, da ist noch einer auf Ramp. Den sage ich auch natürlich direkt an, ganz wichtig. Und jetzt ist wieder diese Sache, guck mal, ich werde aggressiv, wenn ich das sehe. Passt auf, jeder weiß, dass auf Ramp jemand ist, der eine AWP hat und mich gekillt hat und, zack, den hier bei City killt. Ich sage an der Stelle, last one A Ramp, go B. Was machen die beiden? Ja, wir gehen B. Er geht in einer Linie zur AWP auf CT. Ich denke noch, nein, bist du bescheuert. Wenn du stirbst, dann ist ja nur noch Blau übrig, der durch Tunnels geht und die Bombe legt. Aber was macht Blau? Er kommt auch auf CT. Oh, da rechts ist eine AWP. Sie hätten einfach beide durch Tunnels gehen können. Ganz chillig. Und wieder abwarten, bis die AWP dann close kommen muss, um zu defusen. Sie haben die Runde geholt, aber wieder sowas von verschissen unverdient. Aber an der Stelle hat der CT halt auch versagt. Macht sowas nie, geht den sicheren Weg. Gerade wenn ihr nur noch einen Gegner habt. Hier habe ich jetzt die Bombe auf dem Bugel. Ich erwarte hier wieder den Mitte-Rusher. Von hinten wurde unser Mate gekillt. Man hat auch 2 Fragezeichen gesehen, also 2 Gegner. Ich gucke hier oben hin und sehe direkt, der wurde mit Pistol gekillt. Daraus schließe ich, dass sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Pistol-Eco haben. Ich sage also an, Upper Mid 2 und I think they got Eco. Das heißt an der Stelle, wir sind 4 gegen 4. Wir sind so verteilt, also sehr close beieinander. Wir sollten uns erstmal alle umdrehen, nachdem jetzt auch der Shortkill gekillt ist. Und auf die hier oben gucken. Blau hat es noch gar nicht gerafft, was los ist. Er läuft einfach weiter. So, jetzt kommen sie von hinten. Blau hat das eben gemerkt, was da los ist. Sie haben natürlich jetzt eine AWP von unserem Spieler, von unserem Kollegen. Und der andere, der auf B, hat wohl einfach geforst, eine Pump. So, und schon steht das einer gegen 3. Und der von Mitte rusht jetzt auch. Naja, da ist der Loose auch schon drin.
Es war ein sehr ekliges Spiel, aber ich denke, das ist ein extrem gutes Beispiel für euch, weil ich da halt viel erklären kann. Wenn ich ein perfektes Spiel mache, kann ich nicht viel dazu sagen. Da sind dann solche fehlerbehafteten Spiele doch deutlich besser. Ich hoffe, ihr konntet einiges lernen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Da sind noch die Playlisten und der ganze Scheiß.